soweit geregelt, jedoch im Verlaufe der Aufgabe natürlich doch etwas ermüdend. Also hier könnte sie vielleicht etwas mehr Eigendynamik noch mitbringen. In der Rückemanier wünschte man ihr vielleicht noch etwas mehr Lastaufnahme durch die Hinterhand. Der Schritt war geregelt bei etwas begrenztem Raumgriff. Im Schwachholzziehen auch hier wieder ganz leichte Unruhe. In der Nervenstärke zeigt sie sich aber sehr ausgeglichen. Bei der Rückemanier war sie noch etwas schwankend heute. Also gerade die ersten zwei, drei Tore waren doch noch so ein bisschen problematisch. Im Schritt, so wie vorhin auch, geregelt, aber etwas begrenzt im Vor- und Übertritt. Vielen Dank.
Ja,
So, wir sind hier
am schweren Zug zunächst Katalog Nummer 4, die Studie Fido. Eine Studie, die sich sehr ruhig präsentierte beim Anspannen und auch ruhig und gleichmäßig im Anzug, auch sehr geradlinig im Anzug, auch bei den weiteren Hals sehr ruhig. In der Arbeitswilligkeit präsentiert sie sich fleißig. In der Rücke war das Tempo nicht immer ganz geregelt, teilweise vielleicht etwas eilig. Man wünscht ihr vielleicht noch etwas mehr Lastaufnahme durch die Hinterhand. Und im Schritt zeigt sie sich im Takt halt nicht immer ganz geregelt. Der Raumgriff könnte auch hier noch vielleicht etwas ausgeprägter sein. Aber trotz dessen, wie gesagt, durch ihren Fleiß hat sie das soweit alles wettgemacht. Die gebrauchte Zeit am Schlitten war 11.09. Und beim Schwachholzziehen hier am Stamm war sie wieder sehr ruhig gestanden. Auch hier im Anzug sehr gleichmäßig und willig. In der Nervenstärke zeigt sie sich sehr ausgeglichen. In der Rückemanier aufmerksam und sicher den Hilfen folgend und vor allem auch sehr leicht an der Hand der Fahrerin. Im Schritt mit erkennbarem Raumgewinn und sicher im Takt. So, das war. Dann haben wir noch die Katalog Nummer 5 gesehen. Hier am Anspannen am Schlitten, auch sie ist sehr ruhig gestanden und auch ruhig und gleichmäßig im Anzug. In der Arbeitswilligkeit präsentiert sie sich sehr fleißig. Sieht man auch letzten Endes an der Zeit. Sie hat nur 11,01 benötigt. In der Rückermanier war trotz dessen natürlich ein bisschen das Stocken zu sehen. Es könnte natürlich noch etwas gleichmäßiger sein, wenn Sie beachtet haben, die Studie ist doch durchwegs etwas mit leichter Linksstellung heute gelaufen. Ist natürlich hier doch noch mit einem leichten Mängel in der gerade Richtung zu sehen. Also das kann man vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und hier wünschte man mir auch etwas mehr Lastaufnahme noch durch die Hinterhand. Im Schritt war sie natürlich mit gutem Raumgriff ausgestattet, aber teilweise vielleicht fast schon etwas übereilt. Im Schwachholzziehen sehr ruhig beim Anspannen, in der Nervenstärke präsentiert sie sich gelassen, in der Rückemanier auch hier anfangs noch etwas schwankend, ist vielleicht ein bisschen durch ihren Arbeitseifer geschuldet, die Anlehnung hier und heute nicht immer ganz gleich bleibt.